In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie mit der Anwendung Keynote ein Quiz erstellen können. Starten Sie dazu zunächst die Anwendung Keynote, die Sie an einem blauen Hintergrund und einem Flipchart-Symbol erkennen können. In Keynote können Sie zunächst den Speicherort auswählen. Wenn Sie mit dem Speicherort zufrieden sind, klicken Sie auf Präsentation erstellen. Sie haben nun zwei Optionen. Sie können ein Thema auswählen, dahinter verbergen sich diverse Vorlagen, oder Sie können mit der Gliederung starten. Dies empfiehlt sich, wenn Sie eine Präsentation in unterschiedliche Themen unterteilen wollen. In diesem Fall wählen wir eine Vorlage unter Thema auswählen. Sie können nun eine passende Vorlage für Ihr Quiz auswählen. Ich empfehle, mit einer einfachen Vorlage zu starten. Kategorie einfach und dann wählen Sie entweder eine weiße oder eine schwarze Vorlage. Ich wähle in diesem Fall die weiße Vorlage aus. Bevor wir nun anfangen, den Text zu verändern, möchte ich zunächst den Hintergrund der Folie verändern. Dazu klicke ich einmal auf den Pinsel oben in der Werkzeugleiste. Unter dem Pinsel können wir die Folie verändern und entsprechend den Hintergrund anpassen. Wenn Sie auf Hintergrund klicken, können Sie zwischen verschiedenen Vorlagen wählen. Neuerdings können Sie auch dynamische Hintergrundbilder verwenden. Nachdem Sie sich für ein Hintergrundbild entschieden haben, tippen Sie einfach auf die Folie. Sie können nun anfangen, die Mustertextfelder zu bearbeiten, indem Sie zweifach darauf tippen. Geben Sie nun den Titel Ihres Quizzes ein. Sie können auch einen Untertitel verwenden oder einfach das zweite Textfeld entfernen, indem Sie darauf tippen und dann im Pop-up-Menü auf Löschen drücken. In diesem Fall möchte ich das Textfeld bearbeiten und tippe daher doppelt darauf. Um das Quiz später zu beginnen, brauche ich noch ein Objekt, welches als Startknopf für das spätere Quiz funktionieren wird. Dazu möchte ich ein Objekt hinzufügen. Das kann ich über das Plus oben rechts in der Werkzeugleiste. Hier wähle ich nicht Bilder und Videos aus, sondern entscheide mich oben im Menü für Symbole. Hier können Sie zwischen verschiedenen Symbolen hin und her scrollen. Ich wähle die einfachen Objekte, die standardmäßig aktiviert sind. Sie können sich hier für ein Rechteck entscheiden, einen Kreis oder in meinem Fall wähle ich ein abgerundetes Rechteck. Dieses Rechteck können Sie nun entsprechend auf der Folie hin und her ziehen und durch diese blauen Punkte zusätzlich verlängern oder vergrößern. Auch hier kann ich die Optik mit dem Pinsel verändern. Ich klicke auf den Pinsel und gehe zunächst auf Stil. Hier kann ich, wie bei der Folie, den Hintergrund bzw. die Füllung verändern und habe hier die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Vorlagen zu wählen. Ich entscheide mich in diesem Fall für eine graue Farbe. Mit einem Tipp auf die Folie komme ich aus dem Menü heraus. Um einen Text einzutippen, tippe ich wieder doppelt auf das Objekt. Der Text ist mir nun noch zu klein. Auch das kann ich verändern, indem ich auf den Pinsel gehe. Dieses Mal wähle ich allerdings nicht Stil, sondern die Option Text. Ich kann hier sowohl die Farbe verändern als auch die Größe und verändere die Größe entsprechend.
Nachdem ich meine Startfolie erstellt habe, benötige ich eine Folie für meine erste Frage. Dafür kann ich die bestehende Folie einfach kopieren bzw. duplizieren. Dafür tippe ich in der Miniaturansicht einmalig auf die Folie und im Pop-up-Menü auf den Punkt Duplizieren. Da ich hier keinen Titel haben möchte, sondern eine Frage, schiebe ich den Textblock weiter nach oben und verändere ihn entsprechend. Einen Untertitel brauche ich nicht. Ich klicke das Textfeld einmal an und drücke auf Löschen. Mein Objekt, das ich zuvor als Startknopf verwendet habe, möchte ich nun für die Antwortmöglichkeiten nutzen. Ich schiebe es entsprechend an diese Stelle und kann das Ganze auch entsprechend wieder umbenennen mit einem Doppeltipp. Da ich noch mehr Antwortmöglichkeiten haben möchte, wähle ich das Objekt erneut aus, tippe einmal darauf und wähle jetzt die Option Kopieren. Tippe nun auf eine beliebige Stelle im Bild, drücke auf Einsetzen und kann das Objekt entsprechend an die passende Stelle schicken und entsprechend beschriften. Das wiederhole ich nun so oft, wie ich Antwortmöglichkeiten haben möchte. Nun habe ich meine erste Fragenfolie fertig erstellt. Ich benötige nun zwei weitere Folien, eine Richtig- und eine Falschfolie. Ich kann nun erneut eine dieser Folien duplizieren. Da die Folien aber gänzlich anders aussehen, möchte ich eine neue Folie erstellen. Das kann ich hier unten über das Plus-Symbol in der Miniaturleiste erledigen. Ich drücke auf das Plus und wähle mir eine passende Folie aus. Ich nehme diese hier mit dem Titel Titel Mitte. Erneut beginne ich zunächst damit, den Hintergrund auszuwählen. Da dies eine Richtigfolie sein soll, das heißt die Rückmeldung zu der Antwort, möchte ich hier einen grünen Hintergrund haben. Ich wähle in diesem Fall wieder einen dynamischen Hintergrund und wähle eine entsprechende grüne Farbe aus. Dann möchte ich, dass die Schüler eine Rückmeldung bekommen, wenn sie die richtige Antwort angewählt haben. Das heißt, ich befülle wieder das Textfeld. Und kann das Ganze zusätzlich mit einem Symbol unterstreichen. Dafür kann ich wieder das Plus-Symbol neben dem Pinsel oben rechts in der Werkzeugleiste verwenden. Dieses Mal möchte ich aber kein gewöhnliches Objekt, sondern möchte ein Symbol wählen, welches sich hier verbirgt. Hier kann ich nun ein passendes Symbol für mein Quiz auswählen. Ich wähle in diesem Fall ein Häkchen. Das Häkchen ziehe ich wieder an die für mich passende Stelle, ziehe das Ganze ein bisschen größer und verändere wieder die Füllung. Nicht über Text, sondern über die Option Stil zu finden unter dem Pinsel. Ich wähle nun eine schwarze Füllung aus, passend zur Schriftfarbe, und verlasse das Menü über einen Tipp auf die Folie. Nun brauche ich wieder ein Objekt, was mich zur nächsten Frage weiter verlinkt. Dazu nutze ich wieder das Plus-Symbol, gehe zurück auf einfache Formen, füge wieder ein solches Rechteck dazu
wähle wieder meine entsprechende Farbe aus. Da hatte ich diese hier und kann das Ganze wieder mit Text befüllen. Ich kann das Ganze natürlich noch entsprechend ein bisschen anpassen und an die passende Position ziehen. Wenn ich mir das Ganze einfacher machen möchte, kann ich auch einfach das Objekt aus einer anderen Folie herauskopieren. Ich habe nun meine richtige Folie erstellt. Ich möchte nun auch eine Falschfolie erstellen, um die Rückmeldung auf falsche Antworten geben zu können. Dazu tippe ich erneut auf meine Folie und drücke auf Duplizieren. Da ich nun eine Falschfolie machen möchte, verändere ich den Hintergrund wieder und diesmal möchte ich einen roten Hintergrund wählen. Auch meine Rückmeldung möchte ich verändern und schreibe in diesem Fall, das ist leider falsch. Das Symbol verändere ich ebenfalls. Ich möchte hier natürlich kein Häkchen, da es sich um eine falsche Antwort handelt, sondern möchte dieses Mal ein Kreuz für eine falsche Antwort. Das kann ich nun ebenfalls vergrößern. Ich lege das dazu immer auf mein altes Symbol, damit ich in etwa dieselbe Größe und Position habe. Lösche dann mein altes Symbol und verändere das neue wieder entsprechend in der Farbe über die Option Stil. Und da kann ich wieder eine vorhandene Farbe auswählen. Entweder über das Schnellmenü oder über die Option Füllung. Auch den Text möchte ich verändern, denn nach einer falschen Antwort möchte ich natürlich nicht zu der nächsten Frage geleitet werden, sondern die Schüler sollen die Aufgabe wiederholen. Auch hier verändere ich mein Objekt noch ein wenig in der Größe, damit das Ganze ein bisschen netter aussieht. Ich habe nun eine Fragenfolie, eine dazugehörige Richtigfolie und eine dazugehörige Falschfolie. Ich möchte nun aber nicht nur eine Frage stellen, sondern mehrere. Dazu kann ich diese Folien zusammen auswählen und im Anschluss duplizieren. Dafür legen Sie einen Finger auf eine Folie und nehmen einen zweiten Finger und wählen die anderen Folien aus. Sie haben nun drei Folien ausgewählt und können über das Pop-up-Menü das Ganze duplizieren. Ich kann nun auch das Ganze mehrfach kopieren. Erneut wähle ich die drei Folien aus, gehe auf Duplizieren und habe jetzt schon drei Fragen. Diese Fragen muss ich natürlich zunächst verändern. Ich möchte ja nicht dreimal dieselbe Frage stellen. Ich beginne also mit meinen weiteren Fragen. Ich habe diesmal keine vier Antwortoptionen, sondern nur drei. Daher lösche ich ein Objekt und schiebe die dritte Option in die Mitte.
meine Fragen vollständig habe, möchte ich noch eine Abschlussfolie ergänzen. Der einfachste Weg dafür ist, die Startfolie zu duplizieren. Ich wähle also wieder das Miniaturbild aus mit einem einfachen Tipp und drücke auf Duplizieren. Da ich ja eine Abschlussfolie haben möchte, muss ich diese noch an das Ende ziehen. Dazu lege ich den Finger auf die Folie, warte einen kurzen Moment und kann sie dann nach unten ziehen. Ich verändere nun die Folie entsprechend. Die Schaltfläche Quiz starten benenne ich um in Quiz beenden. Nun geht es daran, die unterschiedlichen Schaltknöpfe untereinander zu verlinken. Wir beginnen zunächst mit der Startfolie. Ich wähle also wieder Folie 1 aus. Sie können dieses Objekt nun verlinken. Wählen Sie Ihren Schaltknopf aus. Tippen Sie einmal kurz darauf, dann öffnet sich ein Pop-up-Menü. Dort gehen Sie auf den Pfeil am rechten Rand. Es öffnen sich weitere Menüpunkte. Wir wollen das Menü Link aufrufen. Stellen Sie zunächst sicher, dass unter Verbindungstyp eine Folie eingestellt ist. Sie können auch zu einer Webseite verlinken oder zur E-Mail oder ähnlichen Dingen. Wir wählen den Verbindungstyp Folie aus. Dieser müsste standardmäßig bei Ihnen aktiviert sein. Ebenfalls standardmäßig ist die Option Nächste Folie. Das heißt, wenn Sie jetzt auf den Knopf Quiz starten drücken, gelangen Sie zur Folie 2. Das ist in diesem Fall auch absolut korrekt. Daher müssen wir keine weiteren Einstellungen vornehmen. Durch ein Tippen auf die Folie beenden wir das Menü. Sie sehen nun einen kleinen blauen Button mit einem Pfeil. Dieses Objekt ist nun verlinkt. Dasselbe machen wir auch bei der nächsten Folie. Wir haben hier eine richtige Antwort. Ein Maulwurf wiegt 60 bis 120 Gramm. Wir können daher das Objekt auswählen, gehen wieder auf den Pfeil, wählen Link und können auch in diesem Fall die nächste Folie wählen, denn die ist richtig. Bei den übrigen drei Objekten handelt es sich um falsche Antworten. Ich muss hier also die Falschfolie verlinken. Das tue ich wieder über den Pfeil, Link und in diesem Fall nicht nächste Folie, sondern Link zur Folie und dort wähle ich die entsprechende Folie aus, in diesem Fall Folie 4. Ich beende das Menü wieder mit einem Klick auf die Folie. Das wiederhole ich nun mit allen schaltbaren Flächen. Die Richtigfolie. Die Richtigfolie soll zur nächsten Frage verlinken. Ich wähle also wieder mein Objekt, tippe einmal darauf, wähle den Menüpunkt Link und Link zur Folie. Hier möchte ich nun die Folie 5 verlinken, damit der Schüler oder die Schülerin mit der nächsten Frage fortführen kann. Ich wähle also Folie 5 und beende das Menü. Die Falschfolie hingegen soll zur ursprünglichen Frage zurückverlinken. Ich wähle daher Link zur Folie und in diesem Fall Frage 1, die sich auf Folie 2 befindet. Ich wähle also Folie 2. So verfahre ich mit allen Fragen.
Nun habe ich noch die Abschlussfolie. Hier haben wir den Punkt Quiz beenden. In diesem Fall muss ich keine Folie auswählen, sondern kann ganz unten am Menü den Punkt Präsentation beenden auswählen. Das heißt, wenn die Schülerinnen und Schüler nun auf den Knopf drücken, wird die Präsentation bzw. das Quiz beendet. Das Problem ist nun, dass die Schüler sich wie bei einer ganz normalen Präsentation auch einfach durch einen Klick auf den Bildschirm durch die Folien klicken können. Das gilt es zu verhindern. Dafür müssen wir die Optionen öffnen. Das können wir über diese drei Punkte oben rechts in der Werkzeugleiste. Wir wählen hier den Menüpunkt Einstellungen aus. Als nächstes gilt es, den Präsentationstyp zu verändern. Wir wollen nicht die normale Funktion, dass man sich durch die Folien klicken kann, sondern wir wollen die Option nur links. Die Schülerinnen und Schüler können sich jetzt also nur über die verlinkten Schaltflächen durch die Präsentation bewegen. Die Option selbst ablaufend ist für Bildschirmpräsentationen, die permanent wiederholend ablaufen sollen. Wir haben nun also die Option nur links als Präsentationstyp gewählt und können nun zurück auf die Folie gehen. Das Quiz ist nun fertig. Es gilt, dies mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen. Dies kann ich ebenfalls über die Optionen tun, und zwar über den Menüpunkt Teilen. Ich kann nun via AirDrop die Datei an einzelne iPads schicken oder über die Classroom-App einer ganzen Klasse zugänglich machen. Ich kann aber auch über die Option in Dateien sichern, das Ganze beispielsweise in meinem Lernmanagementsystem speichern, zum Beispiel wenn Sie eine Nextcloud haben, iSurf verwenden oder It's Learning, wo Sie es ebenfalls in den Kursordner hochladen können. Wenn die Schüler ihre Datei mit dem Quiz erhalten haben und das Ganze einmal selbst durchspielen möchten, dann müssen sie dafür auf den Play-Button klicken. Das tun wir in diesem Fall einmal. Das Quiz startet nun. Ich kann nun überall hinklicken, ohne dass das Quiz weitergeht, da ich den Präsentationstyp nur links ausgewählt habe. Das heißt, ich komme nur noch über diesen Schaltknopf weiter. Mit einem Klick starte ich das Quiz. Die erste Frage, wie viel wiegt ein Maulwurf, beantworte ich zunächst falsch und sage 250 bis 500 Gramm. Ich komme nun auf die "Das ist leider falsch" Antwort. Ich muss die Frage wiederholen. Genau dasselbe passiert bei den anderen Falschantworten. Die richtige Antwort ist in diesem Fall 60 bis 120 Gramm. Ich habe die Antwort richtig ausgewählt und kann nun fortfahren mit der nächsten Frage. In diesem Fall wähle ich sofort die richtige Antwort, denn ich weiß, der Maulwurf ist ein Fleischfresser. Wie viele Meter kann ein Maulwurf in der Nacht graben? Diese Frage ist bereits schwieriger. Ich sage 10 Meter, aber das ist leider falsch. Die richtige Antwort liegt bei maximal 30 Meter. Wir sind nun am Ende des Quizzes angelangt. Ich bekomme eine Rückmeldung, dass ich das Quiz beendet habe und kann das Quiz über den Button Quiz beenden wieder schließen. Solch ein Quiz können Sie natürlich als digitales Arbeitsblatt im Unterricht verwenden und an Ihre Schülerinnen und Schüler verteilen, beispielsweise um Unterrichtsinhalte abzuprüfen und zu sichern. Sie können das Ganze aber auch im Rahmen eines Flipped Classrooms dahingehend nutzen, dass Ihre Schülerinnen und Schüler sich mit den Unterrichtsinhalten vertraut machen und im Anschluss eigenständig ein Quiz erstellen. Dieses Quiz können Sie im Anschluss mit Ihren Mitschülern und Mitschülerinnen teilen und sich ein entsprechendes Feedback geben lassen. Das Feedback kann sich nicht nur auf die Inhalte beschränken, sondern
Die Schülerinnen und Schüler können auch Rückmeldung geben, ob die Verlinkungen funktioniert haben, wie das Design des Quizzes war oder beispielsweise die Rechtschreibung. Natürlich stellt sich für Sie auch die Frage der Zeit. Die Erstellung des Quizzes hat nun rund 20 Minuten gedauert. Das ist viel Zeit, um eine so kurze Aufgabe vorzubereiten. Das ist aber eine einmalige Geschichte. Sie können dieses Quiz als Muster natürlich beliebig oft kopieren und das Ganze wiederverwenden, indem Sie einfach die Fragen und die Antworten austauschen. So können Sie innerhalb von wenigen Minuten längere Quizzes erstellen, ohne dass Sie einen großen Aufwand damit haben. Ich hoffe, die Aufnahme hat Ihnen gefallen und Sie können nun ansprechende Quizformate für Ihre Schülerinnen und Schüler gestalten.